Bist du süß? Oder bist du süß? Oh yeah! Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Longboard-Vorstellvideo, Longboard-Review. Ja, Leute, ich habe euch im letzten Video gesagt, ich werde mir ein neues Longboard holen. Und jetzt habe ich mir ein Longboard geholt und das hole ich für euch jetzt. So, liebe Leute, das hier, ich hoffe, man kann es überhaupt sehen. Ich blende euch einfach mal hier im Bild ein. Das hier ist mein neues Longboard. Ich kann gar nicht so weit mit dem rausgehen, dass ihr das hier ganz sehen könnt. Auf jeden Fall ist das hier das Loaded Dervish Summer. Da habe ich jetzt auch die Daten davon da. Und zwar ist es 109 cm lang, 22,9 cm breit, hat eine 80 cm breite Wheelbase. Und das Deckgewicht, also von dem Deck hier, beträgt je nach Flex 1,4 bis 1,6 Kilo. Und das Komplett-Boardgewicht geht zwischen 3,2 und 3,4 Kilogramm und das hat eben nur was damit zu tun, welche Flex es hat. Ich habe zum Beispiel hier Flex 1. Ich glaube, das ist etwas härter, denn hör auf! Ach man, jetzt spielt meine kleine Katze mit so einem Deckel. Auf jeden Fall ist das hier das Loaded Dervish Summer. Das hat 309 Euro gekostet. Ich habe hier Orangutan Wheels. Auf dieser Seite sind die Wheels etwas dreckig, denn ich bin... Moment. Wir sehen uns nach einem kurzen Cut wieder. Bis gleich. So, Leute, da sind wir auch schon wieder. Hier ist der Übeltäter. Das ist meine kleine Babykatze. Ist sie nicht süß? Ja. Komm, geh wieder spielen zu deiner Schwester. Auf jeden Fall, ich habe es jetzt hier hinten mal drauf getan. Das ist das Loaded Dervish Summer. Ich finde das Board richtig, richtig, richtig geil. Ich bin damit viel mehr zufrieden als mit meinem alten Board. Also, ich fahre damit so gerne. Das hat einfach eine tolle Form, liegt tiefer, man kann besser pushen. Es ist einfach, meiner Meinung nach, vom gesamten Fahrgefühl her besser. Ich blende euch mal kurz ein Bild ein, wie es hinten aussieht. Denn hinten, ja, wäre zu umständlich, das umzudrehen. Auf jeden Fall ist dieses hier das gleiche Board, das der Dena auch hat. Also der Dena hat auch das Loaded Dervish Summer. Wie gesagt, wie fast bei... Aua! Au! Fast bei... Aua! Au! So, da sind wir wieder. Nachdem mir das Board jetzt auf den Kopf gefallen ist, geht's weiter. Und zwar sind das Paris-Achsen. Die hatten, ich hatte ja auch schon Paris-Achsen bei meinem letzten Longboard. Ich muss sagen, ich bin damit so zufrieden, Leute. Das glaubt ihr gar nicht. Das ist richtig cool. Richtig, richtig cool. Und ich wollte euch in dem Video jetzt auch nochmal ganz kurz darauf hinweisen, dass ich auch einen Real-Life-Kanal habe. Ich spam euch den Link einfach mal in die Videobeschreibung. Und auch, wo ihr das Board zu kaufen habt. Also ich habe das Board bei Moreboards gekauft. Ich verlinke euch die Seite einfach mal. Und ja, also das Teil ist der Hammer. Ich fahre damit so extremst gerne. Jetzt muss ich aufpassen, dass das jetzt nicht schon wieder hier umkippt. Auf jeden Fall, Leute. Ich habe jetzt auch einen Real-Life-Kanal, der heißt Doggies Live. Ich werde da Videos machen. Machen wir es so, wenn dieses Video hier 15 Likes knackt, dann kommt das erste Video auf meinem Real-Life-Kanal und dann startet das dort auch. Da kommt übrigens ein richtig, richtig, richtig geiles Design von einem Designer, den ich euch auf jeden Fall, wenn das Design fertig ist, 1000-mal verlinken werde. Der ist super, super geil und ich habe schon erste Bilder gesehen und das sieht einfach so geil aus. Und ja, wie gesagt, das hier ist das Loaded Dervish Summer. Sieht geil aus, fährt sich geil. Was will man da noch mehr sagen? Ich würde sagen, Leute, ich musste jetzt ja nicht so ein extremst langes Video darüber machen, denn ihr wisst wahrscheinlich schon, was ein Longboard kann. Und ich wollte euch einfach nur das Board komplett hier mal so vorstellen. Und ich würde sagen, das war's, Leute. Schreibt mir übrigens auch noch in die Kommentare, ob ihr
selbst ein Longboard habt, von welcher Marke, welches Longboard ihr habt oder ob ihr lieber Skateboard fahrt oder Waveboard oder Scooter oder was weiß ich. Ich würde sagen, das war's, Leute. Haut rein und tschaußen.